gibt es diese eine Frau. Wir sehen sie immer wieder. Vielleicht reden wir auch oft miteinander, aber es tut sich einfach nichts. Wenn wir ehrlich sind, würden wir uns doch gerne wünschen, dass sie den ersten Schritt macht. Stimmt's? Aber sie hat wahrscheinlich genauso Angst davor, den nächsten Schritt zu gehen, wie du oder ich. Und dabei ist es egal, ob sie vielleicht sogar ein Auge auf dich geworfen hat oder nicht. Denn wenn keiner was macht, dann ist das die Friendzone. Und das ist vermeidbar, denn Verführung ist erlernbar. Wenn du der geschlechtslose beste Freund bleibst, dann wird nie etwas zwischen euch passieren. Es sei denn, einer geht den ersten Schritt. Und das bedeutet es, zu unseren Bedürfnissen zu stehen. Verstehst du, selbst die intelligente, zurückhaltende, schüchterne und süße Frau mag es nicht, wenn du rein gar nichts über deine Bedürfnisse preisgibst. Der Grund, warum wir unsere Bedürfnisse preisgeben sollten, um auch attraktiv zu sein, ist, weil wir einfach gerne wissen möchten, was sich in der Gedankenwelt des anderen abspielt. Das erschafft Vertrauen. Auf der anderen Seite haben wir manchmal das Bedürfnis, etwas nicht zu wissen. Das Verlangen nach etwas Mysterium. Aber das kommt später. Übrigens, mein Bedürfnis ist es ganz klar, dir einen Weg zu zeigen, dass du schon längst alles in dir hast, um attraktiv auf die Frau wirken zu können, die du magst. Denn wir haben das System einfach geknackt. Das sehen wir an den Erfahrungen unserer Kunden, die jeden Tag immer wieder von ihren Erfolgen berichten. Und es geht nicht anders, als dass du dann auf eine tiefgründige Art und Weise eine Verbindung mit deinem Gegenüber erschaffen wirst. Wenn sie dich so kennt, dass ihr über alles reden könnt, dass ihr zusammen lachen könnt, dass ihr gemeinsam euch wohl beieinander fühlt, dann ist das schön. Aber selbst wenn das so ist, ist das nicht die ganze Wahrheit. Ihr könnt nicht über alles miteinander reden. Ihr seid nicht beste Freunde. Denn du willst nicht mit ihr über deine Gefühle zu ihr reden. Du willst wahrscheinlich auch nicht über deine Gefühle zu anderen Frauen mit ihr reden, wenn du überhaupt einen Blick für andere Frauen hast zurzeit. Und auch wenn sie schon längst weiß, dass du sie magst, redet ihr nicht gerne darüber. Richtig? Die Themen, die du mit den Frauen besprichst, die du magst, beschränken sich auf höfliche oder sichere Themen. Und all das zusammengefasst bedeutet, wir sind nicht wir selbst. Manchmal helfen uns sogar Frauen. Manchmal flirten Frauen mit uns und gehen den ersten Schritt. Und hier ist die kritische Frage. Versteckst du deine Bedürfnisse, weil du Angst hast, sie zu verlieren? Oder stehst du zu ihnen, egal was andere von dir denken? Manche Frauen sind es tatsächlich sogar schon leid, ständig darauf zu warten, dass ein Mann so ehrlich mit seiner Sexualität ihr gegenüber ist. Und deswegen geht sie vielleicht sogar einen Schritt auf ihn zu. Sie zeigt, dass sie sich so wohl in ihrem Körper und ihrer Sexualität fühlt, um zu sehen und zu testen, ob du Interesse an ihr hast. Auch wenn du nur sehr wenige sexuelle Erfahrungen gemacht hast, das ist kein Problem. Glaub mir. Frauen flirten. Und so erkennst du es. Sie sagt dann zum Beispiel zu dir über einen anderen Mann, er ist nicht mein Typ. Ich finde Männer im Anzug langweilig. Die können nichts im Bett. Auch wenn es dich vielleicht schockiert, wie selbstbewusst sie ist, denk es dir wie ein kleiner Flirt, ein Test, um zu sehen, ob du genauso selbstbewusst bist wie sie. Entgegnest du ihr? Persönlich stehe ich eher auf Südländerin, aber bei dir mache ich mal eine Ausnahme. Dann zeigst du, dass du weißt, was du willst. Und davor brauchst du überhaupt keine Angst zu haben. Es ist nur ein spielerischer kleiner Kommentar. Hab keine Angst davor. Wenn sie dir keine Vorlage bietet, dann kannst du es auch ganz entspannt und auf der sicheren Seite machen, indem du den ersten Schritt gehst. Sag ihr ganz nebenbei, eigentlich bist du ja mein Typ, weißt du das? Irgendwas stimmt nicht mit der Haarfarbe. Ich glaube, wir lassen das lieber. Das ist dieser Tanz der Liebe. Der Tanz aus Interesse und Unabhängigkeit. Das ist, wie du einem Menschen signalisierst, ich will dich, aber ganz spielerisch, ich bin nicht auf dich angewiesen. Ob sie dich jetzt testet oder sich einen Spaß mit dir erlaubt, zeige deine Bedürfnisse mit Leichtigkeit. Leichtigkeit und Spaß ist dabei so super wichtig und wir vergessen das leider oft. Und das machst du folgendermaßen. Denn du schlägst damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Du zeigst damit dein Interesse an ihr als Frau und du beweist damit deine Unabhängigkeit. Das ist der Schlüssel für eine Beziehung auf Augenhöhe. Und das darfst du verdammt nochmal. Das ist dein angeborenes Recht. Wir müssen niemanden auf ein Podest heben, um ihn zu bekommen.
Es ist normal, dass wir auf Augenhöhe sind. Trau dich, niemand ist perfekt. Auch sie hat ihre Macken. Du bist kein kleiner Junge, der sich nicht traut. Und du bist auch kein Jugendlicher, der sich nur profilieren muss. Du bist ein echter, reifer Mann. Du zeigst Verehrung plus Unabhängigkeit. Nach wie vor der einzige Schlüssel für eine langfristige Beziehung. Und das schaffst du. Ich glaube an dich. Und wenn du sehen willst, welche Geheimfähigkeiten schon längst in dir stecken, dann kommen die kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. Wir gucken uns nicht nur an, wie du zurzeit auf Frauen wirkst oder wie du flirten solltest, sondern wir gehen tief dahin, wo deine eigenen versteckten Fähigkeiten schon liegen und wie du das aus dir herausholst, um natürlich und authentisch auf die Frauen zu wirken, die du magst. Das sehen wir an Sachen, die du bereits machst und die dir gar nicht klar sind, dass sie unheimlich charmant sind. Und wir gehen dort tief in dein eigenes Kommunikationsverhalten, in deine bisherige Erfahrung mit Frauen und Partnerschaften. Und das, was du eigentlich willst, egal ob das eine Partnerin ist, gemeinsamer Spaß oder jetzt schon die Liebe deines Lebens, all das machen wir in der kostenlosen Flirt-Typ- und Charisma-Analyse, wo wir tief in dein verstecktes Charisma eindringen und es zutage bringen. Also, wenn du jetzt schon in die Tiefe gehen möchtest, klick auf den Link in der Beschreibung oder hierhin.